auf der grünen Weide. Da stehen wir heute in Mils und zwar bei der Pferdezüchterin, der Julia. Julia, seit wann dürfen ihr Pferde züchten? Wir züchten also im elterlichen Betrieb seit über 40 Jahren Pferde. Das heißt, wir haben zuerst Haflinger gezüchtet und dann sind also mein Mann und ich eigentlich umgestiegen auf die Norika-Zucht und wir fühlen uns da komplett wohl. Jetzt hat ja das Reiten einen richtigen Boom gehabt die letzten Jahre, aber jetzt züchtet jetzt Norika und Norika sind ja eigentlich Zugpferde, oder? Wir züchten Norika, genau. Zugpferde ja natürlich. Also wir sind im Gespannfahren mit ihnen auch am Weg. Das heißt auch im bundesweiten Bewerb, also im Marathon fahren wir auch. Und natürlich reiten wir unsere Pferde auch. Also ganz normal in der Dressur und im Springen. Und in der Freizeit natürlich auch. Und das, was bei uns noch speziell ist, dass wir Special Olympics haben. Also das heißt, wir sind die Einzigen in Tirol, die derzeit Special Olympics auch betreiben. Wer ist nachher da bei euch? Wer reitet da? Also bei uns reiten Kinder, vor allem also Kinder und Jugendliche. Wir sind da immer in diesen also österreichweiten Bewerben vertreten, im Schritt geführt. Das sind ganz nette Bewerbe. Das heißt auch, dass die Kinder einfach einen Spaß haben dabei. Das Reiten fördert ja natürlich, aber der Spaß fördert noch viel mehr. Also das kann man sich nicht so vorstellen, wenn man bei Olympia oft sieht, also diese Springreiten und so, sondern das geht eher ein bisschen gemächlicher, oder? Das geht ganz gemütlich dahin. Die Kinder müssen da natürlich auch die Links-Rechts-Motorik zeigen, dann auch die Koordination am Pferd. Das heißt auch, sie müssen auch irgendwo mal was rausnehmen, ein Stofftier und irgendwo anders hinlegen oder einen Slalom reiten, was auch für ganz viele ganz schwierig ist. Aber das macht Pferd und Reiter sichtlich Spaß. Und das habt ihr damit Riesenerfolg, oder? Ich glaube, es gibt schon ein paar Goldene. Ja, wir haben natürlich Riesenerfolg auch in den letzten Jahren gehabt. Also unsere Reiterin, die hat in den Special Olympics im Schrittbewerb schon viermal die Goldene nach Tirol geholt. Ja, kann man nur gratulieren. Danke sehr. Und beim Fahren, wie schaut das aus? Im Gespannfahren sind eben mein Mann und ich tätig. Wir fahren beide mit dem Einspänner. Wir fahren da gegeneinander und das darf auch sein einmal. Da sind wir in der Klasse Norika natürlich am Weg und sind da immer so im Mittelfeld dabei. Also die Dressur liegt uns vielleicht ein bisschen mehr, mir weniger der Marathon, das darf man auch mal sagen, aber die Übung macht es und ja, ich hoffe, wir werden besser. Ihr fahrt gegeneinander, das heißt Männlein, Weiblein in der gleichen Klasse, oder? Genau, wir sind Gegner in dem Moment. Das heißt, es geht nur noch die Pferde, oder wie wird das eingeteilt? Genau, also es geht an die Starter. Und je nachdem, wie viele Starter das sein, in der Klasse Norika starten wir mit unseren Pferden gegeneinander. Ja, dann bedanke ich mich für diesen kleinen Einblick. Wir werden jetzt noch eine Ausfahrt genießen mit einem Einspänner oder Zweispänner. Genau, Einspänner. Ja, und wir sehen uns wieder nächste Woche bei Allerhand aus dem Tiroler Land.